Als nächstes haben wir für euch eine kleine Umfrage vorbereitet mit dem Thema Traumberufe. Was wollt ihr in Zukunft so werden? Was wollt ihr aus euch machen? Und die eine sagt sich, okay, ich schmink mich gerne, also will sie gerne Kosmetikerin werden. Die andere backt gerne Kuchen, also meinte, ich will vielleicht Bäckermeisterin werden. Wie auch immer, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und für euch haben wir drei Leute gefunden, die ihre Traumberufe schon gefunden haben. Aber wer das ist, verraten wir natürlich nicht sofort, sondern das seht ihr jetzt. Okay, was ist dein Traumberuf? Mein Traumberuf ist Koch. Und ich koche einfach leidenschaftlich gerne. Kfz-Mechatroniker. Oh, Psychologie würde ich gerne studieren. Sanitätsdienst, weil ich fremden Menschen helfen kann. Ja, also voll gerne Artist. Ich gehe voll gerne in den Zirkus, gucke gerne die Clowns an, Leute, die mir Sachen durch die Gegend schmeißen und jonglieren, finde ich voll super. Und ich mache zu Hause bei Partys immer den Party-Clown für meine Familie. Und schon jeder mit Sachen und Feuerfackeln, mit Kettensägen, mit Messern, allem drum und dran. Traumberuf ist, Lehrerin für Musik und Sport zu werden. Da habe ich jetzt auch schon studiert und werde es auch hoffentlich bald. Im Moment gerade Innenarchitekt. Mein Traumberuf ist Tontechniker, Tonträger. Ich liebe es, Musik zu machen. Ich liebe es, die Töne zu verzehren und daraus andere Samples zu machen. Mein Name ist Peter. Pesto Peter. Eröffnet habe ich am 8.8.2007. Das ist jetzt ein Jahr und ein Monat her, dass ich mich selbstständig machen wollte und einen eigenen Laden haben wollte. Das war schon, seit ich ein kleines Kind war, immer mein Traum. Ich lebte ein Jahr mit meiner Frau zusammen bei meinen Großeltern und da durfte ich in meinem Kräutergarten mithelfen. Und weil ich schon immer viel für meine Familie und für Freunde gekocht habe, habe ich dann natürlich auch Kräuter mit in meine Küche mit einbezogen. Und so kam ich recht schnell zur Konservierung der Kräuter zur Pesto-Zubereitung. Jeden Tag immer neue Sachen. Zum Beispiel mache ich jetzt gerade eine Mandelcreme. Das ist gerade eine spezielle Bestellung für eine Kundin. Ansonsten ist es sehr gemischt. Also Mecklenburger, ne, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und das ist auch eine Tatsache. Und gegen diese Tatsache versuche ich halt jeden Tag anzukämpfen. Ja, ich bin Arne. Ich bin 25 Jahre alt und mache so einiges. Also ich studiere unter anderem an der Uni Rostock Sonderpädagogik und an der HMT Darstellendes Spiel. Verdienen tue ich mir meinen Lebensunterhalt allerdings als Artist und Zirkuspädagoge und Gaukler mit den Jonglagen und artistischen Sachen, die ich so im Laufe meines Lebens gelernt habe. Begeister ich die Leute? Ja, das versuche ich hauptsächlich über Witz, Charme, Natürlichkeit. Also ich habe da keine vorgefertigten Texte oder so. Das ist so, wie da legt sich bei mir im Kopf ein Schalter um und dann bin ich eben Arne Feuerschlamm. Es ist der totale Hammer, dass ich sagen kann, ich habe wirklich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und darüber hinaus meine komplette berufliche Karriere richte ich danach aus. Ob das jetzt das Studium ist mit der Pädagogik oder ob das die Ausbildung zum Zirkus- und Theaterpädagogen hat. Das Ganze hat ein Ziel, dass ich mit den Sachen weiterarbeiten möchte. Hat sich das als Traum reingeschlichen, das macht mir Spaß,
Und ich werde niemals sagen können, ich habe einen Beruf, der mir keinen Spaß macht, weil das ist einfach so. Ich bin Alexander Lorenzen, bin 26 Jahre alt und seit 9 Jahren DJ in Rostock. Das erste Mal einen DJ wahrgenommen habe ich auf meiner ersten Techno-Party, als ich dort als Gast war. Da war ich, glaube ich, 16 und fand das halt beeindruckend, wie er mit seinem Handwerk Menschen begeistern konnte. Und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Für mich war ja klar gewesen, dass ich das auch machen will und habe dann angefangen zu sparen auf das eigene Equipment, auf Mixer und 2 Plattenspieler. Und habe meinen Eltern dann in den Ohren gelegen, dass sie auch noch was dazu packen, dass ich mir dann endlich 2 Jahre später dann mein gewünschtes DJ-Set kaufen konnte. Als ich das erste Mal in meinen Plattenladen gegangen bin, war sehr aufregend, weil ich gestehen muss, dass ich vorher noch nie eine Schallplatte in der Hand gehabt habe. Also ich hatte auch vorher keine Freunde gehabt, die aufgelegt haben, die mir das zeigen konnten, wo ich mal üben konnte. Nein, ich habe mir das Set gekauft und mir war klar, ich will es machen. Und naja, wie gesagt, das erste Mal dann im Plattenladen und ganz schüchtern meine erste Platte dort gehört und auch gekauft. Also der schönste und für mich auch wichtigste Moment war sicherlich dieses Jahr auf der Fusion spielen zu dürfen. Der Moment, als ich dort spielen durfte, habe ich absolut genossen. Es hat die ganze Zeit geregnet und irgendwie in dem Moment ging die Sonne auf und es war einfach alles perfekt. Es hat Spaß gebracht. Also der schlimmste Moment für mich ist definitiv immer, wenn ich nicht gesehen habe, dass die Nadel schon zu viel Staub drauf hat und man plötzlich dasteht und die Raver einen ganz verdutzt angucken, was man da wieder für einen Scheiß gemacht hat. Ja, mein größter Tipp an nachfolgende Generationen wäre, dass man das DJing nicht aus dem Grund heraus anfängt, um sich vorne irgendwie auf der Bühne zu profilieren und sagen zu können, ey, ich bin hier der total coole DJ, sondern man sollte es auf jeden Fall aus der Liebe zur Musik machen, weil man eigentlich nur daraus quasi Erfolg erlangen kann, bin ich der Meinung. Das ist eigentlich mit allen Dingen so, wo man Leidenschaft reinsteckt, wo man wirklich mit Herzblut dabei ist, wird man früher oder später auch Erfolg machen.